Ende des 19. Jahrhunderts, um 1870, züchtete Lord Tweedmouse in Schottland aus einem gelben Labrador Retriever, Irish Setter und dem mittlerweile ausgestorbenen Tweedwater Spaniel einen blonden, langhaarigen Apportierhund mit weichem Maul und ausgeprägtem Will to Please. Der Golden Retriever war geboren. Hi, ich bin Samira und finde eine verantwortungsvolle Auswahl des Hundes sehr wichtig. Denn hierbei geht es nicht nur um ein Statussymbol oder einen Modetrend, dem man hinterherläuft. Nein, hier geht es um ein Lebewesen. Und jede Rasse bringt ihre Geschichte und damit auch gewisse Eigenschaften mit und die müssen einfach berücksichtigt werden. Heute im Rasseporträt der Golden Retriever. Da der Golden Retriever mittlerweile ein ausgesprochener Modehund geworden ist, sind unkontrollierte Massenzuchten keine Seltenheit, die negative Begleiterscheinungen mit sich bringen. Geht beim Welpenkauf deswegen unbedingt mit größter Sorgfalt vor, um Enttäuschungen bezüglich des Charakters oder der Gesundheit zu vermeiden. Werden die Zuchtziele, wie der Will to Please, unter der Kontrolle des Menschen zu arbeiten und seine Beute abzutreten, vernachlässigt, bekommt man gerne einen sehr aufdringlichen Hund, der hemmungslos fremden Spielzeug abnimmt, Jackentaschen kontrolliert und ziemlich erziehungsresistent ist. Ein Golden Retriever aus einer guten Zucht mit ausgeglichenem Wesen, Freude am Lernen und Arbeiten mit dem Menschen eignet sich dagegen für vielerlei Aufgaben. Sie sind nämlich im Regelfall sanftmütig, in der Jugend zuweilen ungestüm und temperamentvoll, ansonsten aber ruhig, gelassen, aufmerksam und lernfreudig. Alle allgemeinen Fakten wie Größe, Gewicht, Aussehen und Lebenserwartung findet ihr übrigens immer in der Videobeschreibung. Golden Retriever sind niemals aggressiv, leicht mit Liebe zu erziehen, nehmen einem so schnell nichts krumm und bereiten auch Anfängern in der Regel keine großen Probleme. Wenn man sich sinnvoll mit ihnen beschäftigt, neigen sie weder zum Wildern noch zum Streunern und können mit dem richtigen Training gut in den Freilauf geschickt werden. Speziell für den Retriever entwickelt wurde die Dummy-Arbeit, das Apportieren von Ersatzbeuten. Seid ihr schon einmal in Kontakt gekommen mit einem unausgeglichenen Retriever? Schreibt mir doch gerne eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Man unterscheidet beim Golden Retriever zwischen der Arbeits- und der Showlinie, die recht unterschiedlich aussehen. Die Arbeitslinien sind agiler, arbeitsfreudiger, fordernder, leichter und funktioneller als die Showlinie. Bei sorgfältiger Zuchtauslese für die jeweilige Eignung und mit der entsprechenden Ausbildung sind Golden Retriever ausgesprochen vielseitig vom Blindenführhund bis zum Lawinenhund als Therapie- und Behindertenassistenzhund, als Spürhunde beim Zoll, als Jagd- und Rettungshunde einsetzbar. Golden Retriever sind allerdings nichts für bequeme Menschen und brauchen Auslauf und Beschäftigung. Sie können aber durchaus als Familienbegleiter in der Stadt gehalten werden, wenn man sich mit ihnen ausreichend beschäftigt. Sie bellen nur, wenn es sein muss und schwimmen für ihr Leben gern. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Das schlichte Langhaar ist recht pflegeleicht und sollte einfach regelmäßig gebürstet werden. Sie sind etwas anfällig für Hüftgelenksdysplasie, Augenerkrankungen und Epilepsie. Auch hier ist es deswegen extrem wichtig, auf eine vernünftige Zucht zu achten. Natürlich sind Golden Retriever aktive Hunde, die auch Auslauf und Beschäftigung brauchen, aber auch sie müssen natürlich lernen, ihre Ruhephasen und Ruhezeiten einzuhalten. Wenn ihr euch jetzt noch ein bisschen mehr für die Hintergründe von Retrievern und vor allem den Labrador Retriever interessiert, dann checkt gerne dieses Video hier aus. Lasst gerne ein Like für das Video da, wenn es euch gefallen hat und um ehrlich zu sein auch ein bisschen, um den Algorithmus etwas zu kitzeln. Haltet die Ohren steif, die Nasen feucht und schaltet beim nächsten Video gerne wieder ein, wenn wir uns dann den Flat-Coated Retriever näher anschauen.